Zum einen hat sich gezeigt, dass sie vor Ort vielfältige Beziehungen unterhalten müssen. Natürlich mit den Mitarbeitenden, aber auch mit Zulieferern, mit der lokalen Bevölkerung, lokalen Behörden und anderen Stakeholdern. Nur so können sie überhaupt ein Verständnis dafür haben, was verantwortungsvolles Handeln in diesen Kontexten bedeutet. Zum anderen hat sich gezeigt, dass sie mit diesen Akteuren oder zumindest mit einigen von ihnen auch intensiv kooperieren müssen, zusammenarbeiten müssen. Nur so verfügen sie über die Ressourcen und Kompetenzen, um effektiv zu wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Zielen beizutragen. Für die Unterstützung vor Ort sind die Auslandvertretungen entscheidend. Sie können die KMU mit Netzwerken und ihrer Reputation unterstützen. Im Heimmarkt kann der Bund verantwortungsvolles, nachhaltiges Unternehmenshandeln durch die Rahmenbedingungen fördern. Beispiele hierfür sind Sensibilisierungsmaßnahmen, aber auch Nachhaltigkeitsstandards im öffentlichen Beschaffungswesen oder Nachhaltigkeitsvorgaben in Handelsabkommen oder Steueranreize. Insbesondere sollte der Bund stärker und gesamtheitlicher als bisher die Qualität, Transparenz und Kohärenz von Standards und Zertifikaten sicherstellen. Durch eine intelligente Verknüpfung von staatlichen Regeln und privaten Standards kann er verantwortungsvolle Unternehmen unterstützen.